Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge vom Kühnes Kochkanal. Ja, die Grünkohlzeit geht langsam zu Ende und wir haben noch nichts mit Grünkohl gemacht. Deswegen werden wir heute mal ein bisschen experimentieren und machen ein Grünkohlpesto und dazu gibt es Spaghetti und Garnelen. Schaut's euch an! Für unser Grünkohlpesto benötigen wir Grünkohl aus der TK, Salz und Pfeffer zum Würzen, Basilikum, Olivenöl, hier haben wir einen Schafskäse, einen Pecorino, naturbelassene Cashewkerne, den Saft einer Zitrone benötigen wir, Zwiebel und Knoblauch und dazu noch Hanfsamen. Genauen Mengenangaben gibt es wie immer in der Infobox. Während unser Grünkohl auftaut, rösten wir in der Zwischenzeit unsere Cashewkerne an. Jetzt werden unsere Cashewkerne erstmal klein gehackt. Unter Einsatz meiner ganzen Körperkraft hoble ich jetzt unseren Pecorino. Jetzt wird erstmal unser Knoblauch grob klein gehackt. Und anschließend auch unsere Zwiebeln. Jetzt wird unsere Zitrone ausgepresst. Unser Grünkohl ist nun aufgetaut und unsere übrigen Zutaten: Knoblauch, da haben wir drei Zehen genommen, eine Zwiebel klein gehackt. Da habe ich mir jetzt nicht so viel Mühe gegeben, weil wir das eben im Pürierstab machen. Dann kommen unsere Cashewkerne dazu. Die kleben aber fest. So. Unser Pecorino. So. Dann kommt unser Hanfsamen. Ungefähr 3 Esslöffel. So. Zitronensaft. Und Olivenöl. 200 Milliliter sollen da rein. Ich denke, es wird vielleicht ein bisschen mehr. Das muss man aber sehen. Ich werde jetzt pürieren und dann werde ich sehen, wie viel Olivenöl genau reinkommt. So, fangen wir mal an. Vorher rausnehmen können. Unser püriertes Pesto wird nun mit Salz und Pfeffer gewürzt. Ja, ich würde sagen, das ist gut. Probier mal. Oder noch was rein? Nee, ich denke, es reicht. Ist okay so. Ich denke auch. Dadurch, dass wir jetzt
einen ganzen Beutel Grünkohl genommen haben, werde ich einiges in Gläser abfüllen für die nächsten Mahlzeiten und dann für jetzt zum Essen. Und dazu gibt es bei uns heute Garnelen, die werden wir gleich in der Pfanne braten und mit Salz, Pfeffer und Chili würzen. Und dazu gibt es noch Spaghetti, aber wie die gemacht werden, das werden wir euch nicht zeigen. Ich glaube, das weiß jeder. Wir sehen uns zum Anrichten wieder. Was wir natürlich vergessen haben, sind unsere Basilikumblätter, aber das holen wir jetzt schnell nach. Ja, Freunde, kurzes Fazit, Experiment gelungen, total lecker, leckere Knoblauchnote auch. Einzige, was man ein bisschen verbessern könnte, wir haben den Hanfsamen vorher nicht zerkleinert oder gemörsert und der Pürierstab hat alles nicht geschafft, hat ab und zu mal geknackt, hat aber den Geschmack keinen Abbruch getan. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr durch Klick unten rechts und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Tschüss.